Ja, moin zusammen. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier. Und heute bin ich an meinem Zielort. Ich wollte nur mal sehen, ich bin hier gerade im Windpark Ödelum. Und wie wir sehen, steht hier ein Betonturm. Ein, ja, WEC, Enercon Betonturm. Für eine Enercon E126 EP3. Mit 135 Meter Nabenhöhe und einer Leistung von 4 Megawatt. Die wird jetzt hier gebaut. Hierzu gibt es natürlich eine sehr, ja, berühmt-berüchtigte Geschichte. Ursprünglich sollte hier nämlich eine E126 EP4 hinkommen an diesem Standort. Das Fundament war aber schon bereits, ja, fertig gegossen und eigentlich im Prinzip fertig, aber dann kam ein Baustopp und ja, dann mussten sie dieses Projekt hier auf Eis legen und ja, weil es hier in der Umgebung ein Flugradar gab, was das verhinderte und die Anlage genau in diesem Radius war von dem Flugradar. Das war super ärgerlich. Und dann stand das ein paar Jahre lang still. Dann haben die jetzt eine Einigung hier. Und da die EP4 leider nicht mehr gebaut wird, wäre echt gut, wenn hier noch eine hingekommen wäre. Aber nun ja, es ist halt eben so. Wird hier jetzt eine E126 EP3 gebaut. Also eine EP3 eben. Aber auch auf Hybridturm. Das ist auch mal sehr schön anzusehen. Es kommt aber nicht oft häufig vor, dass die auf Hybridturm gebaut wird, die P3. Ja, die meisten stehen ja im Windpark Bruchhagen-Nenndorf im Landkreis Nienburg an der Weser. Da habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht. Es gibt ja sehr viele E126 EP3, die auf MST-Turm gebaut worden sind. Ja. Auch recht häufig. Aktuell, wenn dann noch in Bad Aurich, Dietrichsfeld, welche auf MST-Turm gebaut. Das ist aktuell ein aktuelles Projekt. Da bei Aurich. Aber was ebenfalls viele schon mal aufgefallen sein dürfte, ist halt die Tatsache, dass die hier keine grünen Abstufungen hat. Ja, die sind weiß. Hat keine grünen Ringe. Ja, das ist auch sehr besonders. Gut, sieht ein bisschen nackt aus. Muss auch sagen, dadurch erkennt man nicht sofort, dass es hier ein Endercon wird. Eher so am Turm, das ist jetzt nicht der typische Max-Bögel-Turm, wobei es ja auch welche gibt, die so gebaut sind, so ähnlich. Gut, an der Tür kann man das erkennen, ja, bei Max-Bögel ist die Tür ja eckig und hier hat die oben ja eine Abrundung. Da würde ich halt so sagen, jo, das ist jetzt das Erkennungsmerkmal, dass es hier eine Endercon wird, auf den Hybrid-Turm. Aber nun ja. So, dann kann ich euch nochmal kurz den anderen Teil hier zeigen. Heute laufen die Anlagen leider ein bisschen abgeregelt hier in dem Windpark. Es tut mir ziemlich leid. Man sieht das hier an der E126 EP4. Die läuft abgeregelt. Einfach der Grund, negative Strompreise. Es wird nicht so viel Strom verbraucht, wie erzeugt wird und ja, durch da die Netze nicht so überlastet werden sollen, müssten die Anlagen leider abregeln. Schade, dass irgendwelche Kraftwerke da nicht betroffen sind, dass die vielleicht abregeln könnten, sondern hier die Windkraftanlagen, aber naja. So auch die beiden E66 im Hintergrund. Die laufen auch abgeregelt. Aber was schnell läuft, ist da hinten. Man sieht es, die kleine Anbonus. Ja, es müsste eine
644 sein. Ja, sieht so aus. Ich weiß, da vorne ist eine Ortschaft. Da stand früher auch mal eine Anlage, relativ nah am Ort. Das war auch eine kleine Anbonus, 23, 150 oder sowas in der Richtung. Ich gucke mal nach, wenn ich falsch liegen sollte. Jedenfalls sieht man da hinten noch eine größere Ansammlung an Windkraftanlagen. Ja, man sieht da hinten, ich kann mal ranzoomen, an Bonus 1300er, 2082er stehen da auch irgendwie. Oder waren es die 76er, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Dann noch eine Senvion 104er steht da. Im Hintergrund sieht man den Windparkhof Schwiechelt. Ja, da stehen EH15 sehe ich da ganz hinten. Dennoch die beiden EH1 auf 459 Meter. Und da hinten noch die anderen beiden E126 EP4 auf 535 Meter. Die laufen aber nicht abgeregelt, sehe ich gerade. Ja, und daneben noch an Bonus und Repower. Das ist eigentlich ganz interessant, die Gegend hier, wenn ich ganz ehrlich bin. Also mir gefällt die echt gut. Aber nun ja, ich wollte es dir mal hier kurz zeigen, das hier mit der EP3 Baustelle. Ich denke mal, bald geht es weiter, dass hier die Komponenten angeliefert werden. Das Maschinenhaus, Ruderblätter, Narbe, Generator, Turmteile und das übliche halt. Ja, Wetter ist schön. Gerade ein bisschen bedeckt, aber in der Sonne ist es echt warm eigentlich. Ja, schon 20 Grad, passt. Und was würde ich sagen, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Mal und tschüss.